wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Und wie angekündigt ist mein Gast heute der Journalist und Filmemacher Frank Farenski. Ich grüße Sie. Hallo. Oder waren wir schon beim Du? Ja, vorhin. Ja. Frank. Ich bin Frank. Du bist ja schon lange Journalist und beschäftigst dich mit wichtigen Persönlichkeiten in diesem Lande. Ich wollte mit dir mal über die Persönlichkeiten reden. Es seien ja viele in unserer Gesellschaft, haben wir keine Vorbilder mehr, es gibt keine mehr, zu denen man aufsieht. Aber es gibt immer noch Leute, wo man sagt, das sind ja die Knaller. Gibt es noch Persönlichkeiten in diesem Land, zu denen man aufsehen kann? Also Prominente sind bei uns ja zu sowas wie zu einer Währung gekommen. Da spielt es mittlerweile gar keine Rolle mehr, sind diese Leute ethische Vorbilder, inhaltliche Vorbilder. Das ist uns eigentlich verloren gegangen. Es geht eigentlich nur noch um die pure Prominenz. Prominenz an sich ist schon wichtig und was dahinter steht, da schaut eigentlich keiner mehr richtig dahinter. Insofern gibt es eigentlich wenige Leute, die so eine Vision vertreten, die irgendwie sagen, sie haben eine bestimmte Vorstellung von dem, was sie wollen. Bei Vision fällt uns natürlich Willy Brandt ein. Und das Gegenbeispiel Helmut Schmidt, der gesagt hat, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Also die Leute gibt es eigentlich nicht aber mehr. Aber vorsichtig, ich meine 70-80% der Deutschen sagen, sie würden jetzt Helmut Schmidt immer noch als Kanzler wählen. Ja, aber was hat Helmut Schmidt für eine Vision gehabt? Helmut Schmidt hat immer gesagt, ja, wir sind wieder 14 Tage gut weitergekommen. Aber wenn man sagt Helmut Schmidt, dann ist es ja nicht so, dass die Leute sagen, Helmut Schmidt, der steht inhaltlich dafür. Der steht für sich als integre Persönlichkeit, der steht dafür, dass er Bildungsbürger ist, dass er sich auskennt. Aber inhaltlich, dafür steht da, wüsste ich jetzt nicht, oder fällt dir was ein, sagst Helmut Schmidt steht, das wollte der politisch erreichen, das hat er durchgesetzt. Fällt also dir da irgendwas ein? Als Raucher hat er durchgesetzt, dass man in Sendungen rauchen kann. Ja, oder den hat er Doppelbeschluss, darüber ist er gestürzt. Aber so wie Willy Brandt, Versöhnung, Ost-West-Politik, das haben ist er ja Leute auch nicht überhaupt mehr? Nicht. Nein, also ich glaube, es ist der Content verloren gegangen. Politik ist ein Business, war es eigentlich immer schon. Aber wir haben wahrscheinlich mal eine Zeit gehabt von Leuten, die Ausnahmecharaktere dargestellt haben. Wie Willy Brandt, wie Helmut Schmidt, das ist verloren gegangen. Wenn wir Frau Merkel sehen, Frau Merkel steht für gar nichts. Du machst ja auch Produktionen für wirklich konventionelle Medien, hier auch öffentlich-rechtliche. Und hast so eine Einstellung. Wie wird denn Journalismus betrieben? Was ist seriöser Journalismus jetzt, 2012, 2013? Also für mich ist Journalismus im Moment etwas geworden, was wie eine Gleichschaltung aussieht. Es ist eigentlich so, dass man gar nicht sagen kann, es kommt von außen jemand, der sagt, wir machen jetzt die Kampagne, wir bringen das durch. Es gibt sowas wie eine heimliche Gleichschaltung, die ganz automatisch passiert. Es gibt so bestimmte Worthülsen wie, die Energiewende ist zu teuer. Und dann wird das durchgegeben und alle verwenden immer die gleichen Worte oder wir alle sagen zum Beispiel EZB, die Rettung des Euros von Griechenland muss sein und dann wird der Öffentlichkeit gesagt, das muss durch, das muss durch, das muss durch, aber Frau Merkel fragt kein einziger im Interview, Frau Merkel, Sie haben 750 Milliarden Euro zugesagt, wie bezahlen wir das? Das können wir doch gar nicht bezahlen, Frau Merkel, das können Sie doch gar nicht zusagen, das kommt gar nicht. Es gibt also immer eine Wortschöpfung, ein Begriff und an dieser Schnur läuft das sozusagen ab. Und wenn ich dann zu der Redaktion gehe und sage, das stimmt gar nicht, das ist anders, dann sagen die, wer sagt das? Wer sagt das? Das muss dann irgendjemand sagen oder irgendeine Mehrheit. Und gegen dieses allgemeine Sprech ist überhaupt nicht anzukommen. Das beste Thema ist Energiewende. Da wird gesagt, ja, die EEG-Umlage macht das alles immer teurer, wir können uns das nicht leisten. Fakt ist, die regenerative Energie wird jeden Tag billiger und die konventionelle Energie wird jeden Tag teurer. Nur, in der Öffentlichkeit kann man das schon gar nicht sagen und bei der Bevölkerung kommt es eben an. Und Fernsehsender, also ich kann ja hauptsächlich für Fernsehsender sprechen, haben eben Angst, Position außerhalb dieses Mainstreams zu vertreten, weil irgendjemand dann kommt, was weiß ich, Redaktionsleiter, Intendant und sagt, sagen Sie mal, was haben Sie da gestern eigentlich gesendet? Das ist, sagt ja keiner. Also es wird sozusagen unmerklich, wird das alles glatt gebügelt, damit das gar nicht irgendwie großartig verschieden rüberkommt. Zwei Begriffe höre ich immer oder zwei Sätze höre ich immer, wenn ich mit Journalisten zu tun habe und Politikern, die sagen, wir müssen auch auf den Markt aufpassen, den dürfen wir nicht beunruhigen, das ist die eine Seite und der andere Satz ist, wir können nicht gegen das Bauchgefühl des bürgerlichen Lagers arbeiten. Was hältst du von diesem? Ich glaube genau, dass gegen dieses Bauchgefühl gearbeitet wird. Also den Bürgern wird ja immer erklärt, ihr habt keine Ahnung, meinetwegen, wir müssen jetzt Griechenland retten, das Geld muss da irgendwie rein und die Leute haben irgendwie so das Gefühl, oh, ich arbeite, ich kriege das Geld, ich hab mittlerweile fast 50% Abzüge, wie soll ich das bezahlen? Und den Leuten wird die ganze Zeit erzählt, dass dieses Bauchgefühl falsch ist. Und
ist es eigentlich genau andersrum. Ich mache ja nun schon seit vielen Jahren diese Filme, stelle fest, es gibt ein Bauchgefühl in der Bevölkerung, dann sucht man Fakten, Daten, Institutionen und pipapo und immer kommt eins raus, dass das Bauchgefühl der Leute eigentlich immer ganz richtig ist. Also der gesunde Menschenverstand, der funktioniert eigentlich. Und genauso wie die Leute das Gefühl haben und sagen, also das, was da mit dem Euro abläuft, das kann ja irgendwie so nicht gar nicht hinhauen. Und das auch mit der Energie, wo dann gesagt wird, ja, regenerative Energieträger zu teuer. Die Leute gucken an die Zapfsäule und sehen, dass ihr Sprit ständig teurer wird. Und deshalb kann man den Leuten eigentlich auf Dauer nicht das Gegenteil erzählen. Deshalb denke ich, die Leute sollten eigentlich viel mehr auf ihr Bauchgefühl hören und nicht andersrum sich immer wieder überreden lassen. Und das ist, was du sagst, die Redaktion, die Leute mit dem Bauchgefühl, dem müssen wir entsprechen. Das ist eigentlich genau andersrum. Dein aktuelles Projekt heißt Leben mit der Energiewende. Mhm. Erst einmal die Frage, warum bringst du hier dein gutes Mikrofon und deine gute Kamera mit in meine garantiert schlechte technisch organisierte Form? Wenn du meinen Ton hören würdest. Also ich habe meinen Kameramann Felix mitgebracht und wir machen einen Film, der heißt Leben mit der Energiewende. Und es ist ein Open-Source-Projekt, deshalb filmen wir jetzt auch hier so ein bisschen mit. Ich habe einen Film gemacht für ZDF Info, wo ich so das Best-of meiner letzten Jahre über die Energiewende zusammengefasst habe, ein bisschen aktualisiert. Und eigentlich war das ein Film, wo man irgendwie gedacht hat, es ist viel zu speziell für die Zuschauer, so wie du vorhin sagtest, dass die zu dir sagen, naja, wir müssen darauf achten, dass die Bürger zugucken und so weiter. Und das Ding ist einfach geschnitten worden, zusammengestellt worden, 3/4 Stunde über die Energiewende und ist im Fernsehen super gelaufen. Und da war mir eigentlich klar, dass diese ganzen Aussagen, wir müssen das immer glatt bügeln für die Zuschauer, gar nicht notwendig ist, sondern dass eigentlich grundlegende Basisinformation fehlt, die offen ist, die kritisch ist. Und ich habe mich dann entschlossen, ein Filmprojekt zu machen. Das heißt auch Leben mit der Energiewende, so wie meine TV-Dokumentation. Und es soll ein 90-Minuten-Film werden, der die Informationen umfassend über die Energiewende darstellt. Natürlich positiv, ich bin für die Energiewende, ich bin für die regenerativen Energieträger. Aber alles, was in dem Film gesagt wird, kann ich belegen, kann ich nachweisen. Nichts ist falsch. Und das stelle ich Open Source hin. Es geht nicht darum. Wie funktioniert das Projekt jetzt für die Zuschauer? Es funktioniert so, dass ich Lizenzen verkaufe wie eine Software. Man kann bei mir den Film kaufen, das Material kaufen. Man bekommt sozusagen alles zur Verfügung gestellt, Rohmaterial, alles und kann es verwenden, wie man will. So als wenn du so ein Betriebssystem für einen Computer kaufst. So, und mit dem finanziere ich das ganze Projekt. Und der Rest ist vollkommen freigestellt. Du kannst also dir das im Internet frei angucken. Wir machen Kinovorstellungen, wo der Eintrittspreis 1,67 Cent beträgt. 1,67 Cent. Das ist die Erhöhung der EEG-Umlage im nächsten Jahr für 2013, wo behauptet wird, das macht die Energie unbezahlbar, um einfach mal optisch zu zeigen, was das für ein Geldbetrag ist. Quasi 1,7 Cent. Ja, dann kriegst du auf 2 Cent rausgegeben. Wir zersägen dann diese Centstücke und dann wird passend zurückgegeben. Ja, um zu sagen, das ist nicht die Dimension, das Ganze. Und ich bin jetzt als freier Journalist zum ersten Mal richtig frei, das zu sagen, was ich denke, was ich transportieren will, auch zu transportieren. Und das eben über Internet, über YouTube, das machst du ja im Prinzip auch so. Das ist heute, früher hätte man dazu gesagt, gegen Öffentlichkeit, gegen diesen Mainstream, der alles plattwalzt, der so eine Macht hat, der den Leuten erklärt, handelt gegen euer Bauchgefühl. Ja? Lasst uns mit konventioneller Energie weitermachen. Lasst uns mit dem Euro so weitermachen. Man sagen kann, es gibt ein Stück gegen Öffentlichkeit, wo man sich auch anders mal informieren kann. Und das ist das Projekt, was ich gerade mache, auf Internetseiten, YouTube, Kino und so weiter. Wie ist die Internetseite? Die Energiewende-Film minus... Nee, Quatsch. Energiewende-derfilm.de. Blenden wir ein. Oder auf YouTube Frank Ferenczky einfach meinen Namen eingeben. Das werden wir gut verteilen. Und da wollte ich noch was zu sagen. Bei der Produktion ist mir schon aufgefallen, ich texte und schneide. Und weiß, während ich das texte und einspreche in dem Film, der Film wird also Clip für Clip ins Internet gestellt, immer Stück für Stück kommt es rein und ergibt irgendwann den gesamten Film. Dass das, was ich schreibe, wahr ist und dass es auch so ist und dass ich es beweisen kann, dass es so ist, dass ich das aber niemals gesendet bekommen könnte. Dass irgendein Chef vom Dienst kommen würde, Herr Ferenczky, so kann man das nicht sagen, müssen wir so, ist einseitig, können wir nicht bringen. Und das ist für mich ein völlig neuer Effekt, frei zu arbeiten, zu sagen, das, was ich sage, stimmt, aber auf öffentlich-rechtliche Medien. Ich bin ja Netzaktivist, ich bin ja kein Journalist, also ich weiß gar nicht, wie es ist, unfrei zu arbeiten. Wie ist das, wenn man jahrelang so arbeiten muss? Also ich merke heute, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich doch relativ frei das senden kann, bringen kann an Themen, was ich will. Und das gibt es auch, also man kann schon diese Themen auch irgendwie bringen. Aber ich muss sagen, jetzt, gerade bei dem Projekt, stelle ich fest, dass es immer so ein Bügeln gibt. So ein Bügeln, dass die Mehrheit eigentlich mit kann. Und da
merke ich auch jetzt schon, habe ich so einen Knoten im Kopf gehabt, wo man automatisch das schon so schreibt, dass alle irgendwie mitkommen. Ne? Und es geht eigentlich im Grunde genommen immer nur um eins in den Medien. Man kann sagen, ein bisschen was muss ich verändern, aber nicht zu viel. Und im Prinzip wird den Leuten immer gesagt, das Leben und der Lebensstil, den ihr fahrt, der geht so weiter. Wir machen Wirtschaft so wie jetzt, wir machen Leben so wie jetzt, nichts ändert sich. Das Einzige, was zulässig ist, ist eine Substitution, also der pure Ersatz, aber eben keine Veränderung. Und jeder, der in diesem Bereich arbeitet, sei es jetzt Lebensmittel, sei es Umwelt wie Wasser, Ressourcen, Energie, wir alle wissen, dass sich das Leben verändert und auch eben verändern muss. Und im Grunde genommen wird immer nur der Status quo bestätigt und die Leute, sage ich mal, eigentlich schlafen gelegt. Obwohl die Leute, die das eingemeinden, nicht das inhaltliche Konzept haben zu sagen, wir setzen jetzt das alte System vor, sondern es ist eigentlich so ein Weg, das irgendwie so durchzubekommen, glatt zu bekommen und seine Arbeit eben zu machen. Obwohl die Leute teilweise selber eben gar nicht unkritisch sind. Nehmen wir an, ich möchte diesen Film in meiner Stadt senden, also ins Kino bringen und meine Freunde und Bekannte und auch andere Leute dazu bringen. Was mache ich da? Melde ich mich bei euch? Du drückst einen Download-Button, die Clips sind runterladbar in hoher Qualität. Du kannst es runterladen oder man schickt mir eine Mail und dann kommt der Film auf den verschiedensten Medien. Also er steht barrierefrei für alle zur Verfügung. Fantastisch. Dankeschön. Für bitte. Deine Arbeit und auch für diese Information und das Gespräch. Drei Begriffe nenne ich zum Schluss immer und bitte um drei Assoziationen. Altmaier. Das ist meiner Meinung nach der Mann, der Statthalter, der da ist, um die Energiewende noch ein bisschen hinauszuzögern, um es zu verhindern, dass jetzt in letzter Sekunde nicht noch Fakten geschaffen werden, dass die Energiewende wirklich gelingt. Philipp Rössler. Ich habe dir mal im Vorgespräch gesagt, dass ich früher mal bei der SPD politisch aktiv war, 8 Jahre, und zur FDP fällt mir gar nichts ein. Da fällt mir ein Satz von Helmut Schmidt ein. Wir haben von Helmut Schmidt gesprochen und der hat mal gesagt, dass er ganz groß angefeindet worden. Das Verschwinden der FDP von der politischen Bühne ist ein Akt der politischen Hygiene. Und so empfinde ich das bei der FDP und bei Herrn Rössler auch. Dritter Begriff, Familie. Ja, Familie werden immer das Gleiche sagen. Ich habe eine 7-jährige Tochter und Nelly ist meine Nummer 1 und besser geht's nicht. Dankeschön und ich bin davon überzeugt, dass wir uns wiedersehen. Okay, freue ich mich. Tschüss, Tom. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten, und mein nächster Gast ist wieder hier, der Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler. Bis zum